Checker Julian, der gibt Gas, ey, ziemlich cool, Mann. Der, der es ausprobiert und ziemlich schnell kapiert. Hey. Der die Welt bereist und ganz schön Mut beweist. Das ist Julian, Checker Julian, der gibt Gas, ey, ziemlich cool, Mann. Der, der gerne schlemmt und auch mal verpennt. Der fast immer lacht und auch gern mal Unsinn macht. Das ist Julian, Checker Julian, Checker Julian. Hey Leute, ich bin hier gerade bei einer der fettesten Lasershows Deutschlands. Und die Statue da oben, das ist übrigens der Hermann, mit der passiert gleich was richtig Abgefahrenes. Aber seht ihr gleich in der Sendung. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, heute geht's um Laser. Also ich denke bei Laser immer an Laserschwerter und Laserkanonen. So wie im Film. Aber Laser gibt's auch im echten Leben. Und ihr habt bestimmt auch schon mal einen gesehen. Zum Beispiel an der Supermarktkasse. Dort scannt ein Laser die Waren. Die Polizei zum Beispiel misst mit Laserlicht, ob die Autofahrer zu schnell fahren. Ich check heute, wie Laser funktionieren und wozu man sie braucht. Dafür teste ich in einem Labor einen unsichtbaren Riesenlaser. Und ich schaue, ob man mit Laser wirklich Sachen zerschneiden kann. Außerdem finde ich raus, wie man mit einem Laser einen Würfel baut oder so eine mega bunte Lichtshow zaubert. Ach so, und natürlich check ich, ob's Laserschwerter wirklich gibt. Also, alle bereit? Hier kommt der Lasercheck. Und jetzt die Checkerfragen. Ich hab sie und ein Laserschwert. Dazu aber später mehr. Jetzt erstmal die Checkerfragen. Wie entsteht Laserlicht? Kann Laser Metall durchschneiden? Und was ist ein Showlaser? Das check ich für euch. Zuerst geht's ins Laserzentrum Hannover. Das ist ein super wichtiges Forschungszentrum für Lasertechnik in Deutschland. Hier bin ich mit Marius verabredet. Er ist Laserspezialist und den fordere ich jetzt erstmal heraus. Zum Duell. Hi Marius. Grüß dich, Julian. Hi. Wir sind jetzt hier im Laserzentrum. Hast du Bock auf einen Laserschwertkampf? Unbedingt. Jawohl, okay. Können wir die haben? Yeah! Okay. Und hier kommt der Laserschwertkampf von Julian Skywalker gegen Darth Marius. Möge die Macht mit uns sein und der Bessere gewinnen. Okay, okay. Gut gekämpft, Marius. Du hast gewonnen. Danke, danke. Sag mal, solche Laserschwerter, könntest du die eigentlich auch in echt geben? Nein, die würden nicht funktionieren. Ach, warum nicht? Weil Laser Licht ist. Und Licht würde unendlich weit strahlen. Ach so, das würde dann bis zur Decke strahlen. Genau, bis es auf ein Objekt trifft. Und man kann Licht nicht aneinander hauen. Stimmt, logisch. Aber was ist eigentlich genau Laser? Laser ist eine Abkürzung. Okay. Kommt aus dem Englischen, steht für Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Okay, ich verstehe nur Bahnhof. Heißt ungefähr so viel wie verstärktes Licht. Ach so, Laser ist richtig verstärktes Licht. Genau. Aber wie funktioniert das? Wie verstärkt man denn Licht? Checkerfrage. Wie entsteht Laserlicht? Ach, cool, was ist das denn? Hier haben wir mal ein Lasermodell aufgebaut. Ach so, so sieht ein Laser von innen aus? Genau. Wir haben in der Mitte das, was die Laserstrahlung erzeugt, zum Beispiel ein Gas oder ein Kristall. Okay. Und das wird beleuchtet. Zum Beispiel, wenn man hier Strom zuführt, über eine Lampe, die dann Licht auf diesen Kristall oder auf das Gas draufstrahlt. Ah, okay, diese Lampe leuchtet auf diesen Kristall oder das Gas und der erzeugt dann das Laserlicht. Genau, was dann hier zwischen diesen beiden Spiegeln, die außen in den schwarzen Teilen drin sind, immer hin und her geworfen wird. Immer von einem zum anderen, wird dadurch stärker. Nochmal im Detail. Im Inneren ist ein Kristall oder ein Gas. Wenn da Licht draufkommt, fängt es an zu leuchten. Das sind die lila Punkte. Zwei Spiegel an den Enden vom Laserpointer werfen das Licht immer hin und her. Und so entsteht ein immer stärkerer Lichtstrahl. Einer der beiden Spiegel lässt ein bisschen was von dem Licht durch. Wie durch ein Loch. So dringt das super gebündelte Licht nach draußen und wir haben einen Laserstrahl. Boah, so ein Laserstrahl geht ja ganz schön weit, ne? Aber den Strahl an sich sieht man ja eigentlich nie, sondern immer nur da, wo er auftrifft. Es liegt daran, dass der Strahl erst, wenn er auf ein Objekt trifft, zurückgeworfen wird und das Licht dann seinen Weg in dein Auge findet. Ach so, okay. Also ich sehe ihn erst, wenn er zum Beispiel an der Wand da dran
ist. Genau. Wir haben aber eine Möglichkeit, ihn sichtbar zu machen. Echt? Komm mal mit. Okay. Hier können wir deinen Laserstrahl sichtbar machen. Ach was, cool. Das ist so eine kleine Nebelmaschine, wenn du mal auf die Wand leuchtest. Hä? Wow, cool. Das heißt, er trifft zwar noch auf die Wand, aber auch eben auf den Nebel und wird dadurch reflektiert und sichtbar. Genau. Ach, das ist ja cool. Schaut mal, Leute, ich habe ein richtiges Laserschwert. So ein Laserpointer sieht zwar cool aus, ist aber wirklich kein Spielzeug, weil zum einen Menschen blenden kann und zum anderen auch Augenschäden hervorrufen kann. Deswegen sollst du niemals auf Menschen oder Tiere so einen Laserstrahl richten und ihn, wenn nur zur Präsentation, zum Beispiel in der Schule, verwenden. Ach so, die Strahlung von dem Laser ist ja auch super stark, ne? Genau. Okay, dann muss ich damit ganz schön aufpassen. Ich mache nur an die Wand, okay? Gibt es eigentlich auch noch andere Farben als grün? Ja, es gibt viele verschiedene Farben. Mein Laserpointer, der ist rot. Ah, das ist ja cool. Guck mal, die sagen sich Hallo. Hallo. Warum haben die denn verschiedene Farben? Die hängen davon ab, was für ein Gas oder was für ein Kristall in so einem Laser verbaut ist. Ach so, also das liegt an dem Material, was zum Leuchten gebracht wird. Genau. Und welche Farben gibt es noch? Es gibt zum Beispiel Blau. Es gibt aber auch Laser, die haben gar keine Farbe. Im Ernst? Die kann man gar nicht sehen? Die sind unsichtbar, genau. Hä, und ist dann zum Beispiel so ein blauer Laser stärker als ein grüner oder andersrum? Nee, also die Farbe hat generell nichts mit der Leistung eines Lasers zu tun. Es kann Pointer geben in verschiedenen Farben. Diese Farben können aber auch sehr stark als Bearbeitungslaser verwendet werden. Okay, also es kommt nicht auf die Farbe an, ob ein Laser stärker oder schwächer ist. Genau. Laserlicht ist künstliches, extrem gebündeltes Licht. Laser gibt es in unterschiedlichen Farben und Stärken. Gecheckt. Mist! Mein Laserschwert geht nicht an. Muss schon wieder in die Reparatur. Naja, jetzt erstmal eine Frage an euch. Ach, das gibt's doch nicht. Mann! Was scannt der Laser an der Supermarktkasse? A. Einen Wellencode? B. Einen Strichcode? Oder C. Einen Punktcode? Schaut mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Wir gucken uns jetzt einen von den super starken, unsichtbaren Lasern an, von denen Marius vorhin geredet hat. Und weil wir den nicht sehen können, müssen wir echt aufpassen, dass wir nicht einfach in den Strahl reinlatschen. Das kann echt gefährlich sein. Deshalb auch die super sichere Schutzkleidung. So Leute, wisst ihr, wo der Laserstrahl ist? Da. Ich zeig euch das jetzt mal mit dem Ballon. Verrückt, oder? Der Laserstrahl hat den Luftballon richtig schnell zum Platzen gebracht. Und jetzt bin ich gespannt, was mit der Pappe passiert. Oh, heftig! Fängt aus dem Nichts an zu brennen. Aber wie werden manche Laser so heiß, dass sie sogar schneiden können? Wenn Licht auf etwas trifft, erzeugt es dort Wärme. Das kann man sich so vorstellen wie bei unserer Sonne. Die Sonnenstrahlen verteilen sich ganz gleichmäßig auf unserer Erde. Wenn man sie nun aber bündelt, zum Beispiel mit einer Lupe, wird ganz viel Wärme auf einen kleinen Fleck geleitet. Das kann dann richtig heiß werden. Auch Laser ist verstärktes, gebündeltes Licht. Je mehr Energie, also zum Beispiel Strom, man drauf gibt, desto heißer wird es dort, wo der Laserstrahl auftrifft. Starke Laser entwickeln also große Hitze. Und diese Hitze nutzt man zum Beispiel dazu, Dinge zu zerschneiden. Wie das geht, zeigt mir jetzt Matthias. Hi, Matthias. Hi Julian, grüß dich. Grüß dich. Profi an der Laserschneidanlage. Oh, das klingt cool. Also jetzt kann man die Sachen zerschneiden. Gerade eben haben wir nämlich Sachen angezündet mit Lasern. Ja, das hier ist ein Industrielaser. Der hat 5000 Watt. Boah, das klingt richtig viel. Ja, das ist auch viel. Zum Vergleich, ein Laserpointer hat 1 Milliwatt und du bräuchtest also 5 Millionen kleinen Laserpointer, um die gleiche Leistung zu erzielen. Wow, also das ist ja viel stärker. Das heißt, da kann man nicht nur leuchten, sondern da passiert richtig was. Da passiert richtig was. Möchtest du da mal was sehen? Ja, auf jeden Fall. Hast du was mitgebracht? Ich habe nur mich und meine Klamotten. Und mich und meine Klamotten möchte ich beides nicht zerschneiden. Okay, ich hätte da was für dich. Hier, das ist Plexiglas. Kennst du das? Das ist so Plastikglas, oder? Das ist ein Kunststoff und der Laser schafft es, einmal durchzukommen. Krass, aber das ist ja super hart, oder? Das ist super hart. Das ist ja irre, ey, das will ich sehen. Okay, pass auf. Matthias stellt den Plexiglaszylinder in den abgeschlossenen Laserraum. So kann uns nichts passieren, wenn der Laser loslegt. Der Laser startet. Schaut mal, wie schnell sich der Laserstrahl durch den Zylinder bohrt.
Zack, schon ist er durch. Wow! Hier, schau mal. Wow, es ist komplett durchgeschossen. Aber sag mal, vorhin hat das Material richtig gebrannt, wo wir den Laser draufgesetzt haben. Ja. Und jetzt ist es ja noch ein stärkerer Laser und da hat es nur kurz gebrannt. Ja, das ist richtig. Weil zusammen mit dem Laserstrahl kommt aus der Schneiddüse ein Schutzgas raus. Wir nehmen hier Stickstoff und dieses Stickstoff verhindert die Flammenbildung. Also in diesem Laser ist gleichzeitig noch so ein Mini-Feuerlöscher eingebaut, oder? Sozusagen. Cool. Mal gucken, was der Laser noch schneidet. Den Baumstamm hier zum Beispiel. Das hat Matthias auch noch nicht probiert. Na? Oh nee, was bringst du denn da an? Sag mal, glaubst du, dass dein Laser da durchkommt? Wir können es probieren. Erstmal müssen wir den Baumstamm in den Laserraum hieven. Zum Glück gibt's einen Kran. Dann wird der Laser richtig eingestellt und los geht's. Gib Feuer, Matthias! Jo. Unglaublich, oder? Der Laser schafft den dicken Baumstamm in Sekundenschnelle. Wie da die Funken sprühen. Boah, man kann richtig den Laserstrahl sehen. Boah, das qualmt ganz schön. Ja. Siehst du was? Man kann richtig von oben bis unten durchschauen. Ja. Super. Sag mal, ich habe in einem Film gesehen, dass Einbrecher so ein richtig so ein Tresor geöffnet haben mit Laser. Und die sind ja aus Metall. Ja. Schafft das ein Laser auch? Checkerfrage. Kann Laser Metall durchschneiden? Ich merke schon, du willst den Laser auf eine harte Probe stellen. Ja. Wir können das probieren. Ich weiß es nicht genau. Wir haben eine dicke Stahlplatte und die können wir gerne mal hier auflegen. Okay. Alter, das ist ja ein halber Tresor. So. Wahnsinn, ist die Platte dick. Da kommt der Laser niemals durch. Die Platte wird automatisch in den sicheren Innenraum gefahren. So, der Laser ist bereit. Ja? Ja. Dann legen wir los. Matthias startet den Laser und... Hammer! Der Stahl hat gegen unseren Laser keine Chance. Oh Mann, oh Mann, hier ist ein richtig kreisrundes Loch drin. Wir sind richtige Panzerknacker, Matthias. Ja, genau. Aber das Krasseste ist ja, dass wir das mit Licht durchgeschnitten haben. Ne? Das ist absolut irre, so eine Stahlplatte. Das war richtig cool. Super. Starke Laser können fast alle Arten von Metall schneiden. Sogar super harten Stahl. Gecheckt. Lasertechnik steckt in ganz vielen Alltagsgegenständen. Wo ihr den Laser auf jeden Fall schon mal gesehen habt, ist an der Kasse vom Supermarkt. Die haben da nämlich diesen Laserscanner. Gut, in echt sieht er natürlich ein bisschen anders aus. Aber solche Laserscanner können solche Strichcodes lesen. Die nennt man auch Barcode. Und die sind auf jedem Produkt im Supermarkt drauf. Und jedes Mal sehen die ein klein bisschen anders aus. Wir sehen da nur schwarze und weiße Balken, die unterschiedlich breit sind. Aber für den Laserscanner ist es ganz anders. Der kann da ganz viele verschiedene Informationen ablesen. Zum Beispiel, wie der Artikel heißt oder wie viel er kostet. Dazu schießt er einen Laserstrahl auf den Strichcode drauf. Von den weißen Flächen wird das Licht viel stärker zurückgeworfen als von den schwarzen Flächen. Und sobald das Licht von den weißen Flächen wieder zurückgeworfen wird, kann der Sender im Scanner die Informationen an einen Computer weiterleiten. Also zum Beispiel, Licht kommt zurück, Licht kommt nicht zurück, Licht kommt zurück, Licht kommt nicht zurück, Licht kommt zurück und so weiter. Und der Computer weiß dann, aha, klare Sache, das ist ein Schlauchboot. Oder zum Beispiel, ganz viele Kekse. Oder das da, leckere Marshmallows. Laser können nicht nur schneiden, sondern auch schweißen. Also durch Hitze Metalle miteinander verbinden. Wir bauen uns so mit ein paar Lasern einen Würfel. Zuerst haben wir die Rohform ausgeschnitten. Wow, ist das cool. Die biege ich zurecht. Und der Laser verschweißt die Kanten. Zack, schon fertig. Fehlen noch die Zahlen. Die graviert ein anderer Laser drauf. Achtet mal darauf, wie schnell das geht. Okay, dann Feuer. Dann ist passiert. Das war schon. Echt? Nochmal. Unfassbar. Und die anderen Zahlen gehen genauso schnell.
cool, ey. Hier. Da ist eins, er. Zwei, drei, vier, fünf. Und die Rakete ist die 6. Direkt mal ein Testlauf, ne? Nicht schlecht. Geht wieder eins. Kleiner Vorschlag. Du hast drei Würfel frei. Und wenn du die Rakete würfelst, habe ich eine kleine Überraschung für dich. Im Ernst? Drei Würfe hast du frei. Und wenn ich es nicht schaffe? Dann gehst du so nach Hause. Oh Mann, ey, du bist ja ein harter Typ. Okay, ich probier's. Eins. Ja, das war ja nichts. Mist. Na, zwei. Einen hast du noch. Okay, ich hab gehört, wenn man drauf pustet, bringt's Glück. Puh. Rakete, Rakete, Rakete. Ja, geschafft! Jawohl. Dann mal her mit der Überraschung. Jawohl, die hast du verdient. Hier sehen wir unsere Laserschmelzanlage. Okay. Und da bauen wir jetzt deine Rakete in Miniatur. Wie? Meine Rakete? Genau, die Rakete aus deinem Studio. Echt? Ha, schaut mal, Leute, die kennt ihr, oder? Wie funktioniert denn das? Das Ganze passiert mit Pulver. Das sehen wir hier drin. Das ist ein sehr feines Metallpulver, was Schicht für Schicht aufgetragen wird. Dann kommt der Laser, verschmilzt das Ganze zu einem festen Bauteil. Dann wird die nächste Schicht aufgetragen und immer so weiter, bis die ganze Rakete fertig ist. Okay. Das Ganze sieht dann so aus. Das kann man sich ganz schön schwer vorstellen irgendwie. Wie zum Beispiel dieser Kopf hier. Das sieht man auch, der ist aus ganz vielen einzelnen Schichten aufgebaut. Aber das ist ja irre, ey. Das sind ja richtig krasse Details auch. Und was sind das für Dinge? Das sind Stützstrukturen. Die sind einfach dafür da, dass der Kopf nicht in sich zusammenfällt und dass alles an dem Platz sitzt, wo es sich nachher befinden soll. Cool, ey. Ich bin schon richtig gespannt, wie meine Rakete aussieht. Und schon wieder Schutzkleidung. Naja, aber steht mir, oder? Cool. Das ist Jorben. Der kennt sich mit diesem speziellen Laser am besten aus. Den Staubsauger hier brauche ich, damit das Metallpulver sich nicht gleich im Raum verteilt. Drei, zwei, eins, Raketenstart! Guckt mal, da wo die Funken sind, verschweißt der Laser gerade den Staub zu Metall. Dann schiebt die Maschine wieder eine neue, feine Schicht Metallstaub auf die Fläche. Und der Laser verschweißt sie. Das passiert über 2700 Mal. Aus so vielen feinen Metallschichten wird die Rakete am Ende bestehen. Und das dauert eine Weile. Na gut, dann warte ich halt. Hey Julian, aufwachen. Deine Rakete ist fertig. Was? Echt? Komm hoch. Boah, cool. Im Ernst? Ich sehe noch gar nichts. Wow. Und da kommt sie endlich. Die Spitze sehe ich schon. Jetzt müssen wir nur noch den restlichen Metallstaub abfegen. Da haben wir es doch schon. Boah, das ist der Wahnsinn, ey. Die sieht echt genauso aus wie meine Rakete im Studio. Mit den ganzen Muster und allem. Schaut mal, Leute, richtig cool. Weiter geht's beim Hermannsdenkmal im Teutoburger Wald in Nordrhein-Westfalen. Hermann wird die über 25 Meter hohe Statue auf einem Berg genannt. Den habt ihr ja am Anfang der Sendung schon kurz gesehen. Insgesamt ist die Figur mit Sockel sogar fast 55 Meter hoch. Wahnsinn, oder? Hermann soll an einen germanischen Fürsten erinnern, der vor rund 2000 Jahren hier in der Gegend eine große Schlacht gewonnen hat. Darum hat er auch ein Schwert in der Hand. Unten bei der Statue wartet schon Uwe auf mich. Der ist Lasershow-Experte und hat heute mit Hermann noch Großes vor. Hey Uwe! Oh, Julian, du hallo. Hier. Hi. Na, alles gut? Ja, alles gut, aber bei dir ist nicht alles gut. Hier qualmt es ja überall. Nein, da haben wir mehrere Maschinen von. Die brauchen wir nachher für die Lasershow. Das zeige ich dir nachher. Ach so, das ist eine Nebelmaschine, ne? Ja, klar. Okay, kann ich dir irgendwas helfen? Ja, das wäre super. Komm mal gleich mit. Okay, super. So, dann können wir gleich loslegen. Bringst du die Kiste mal da hoch? Das ist nämlich unser größter Laser. Na komm, ich helfe dir. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, das ist aber lieb von dir, Uwe. Ja. Boah, der ist so schwer, der Koffer. Das Ding wiegt rund 60 Kilo, fast so viel wie ich. Dann muss der Laser ja richtig Dampf haben. Gemeinsam mit vier anderen Lasern wird dieser Laser hier gleich super bunte Formen für die Show rausstrahlen. Bin gespannt, was das Ding kann. Was ist denn das jetzt hier für ein Laser? Das ist ein Showlaser. Das war eine Checkerfrage. Was ist ein Showlaser? Ein Showlaser, also das ist kein Laser, mit dem man Sachen zerschneiden kann. Um Gottes Willen. Also ein Showlaser ist so ausgelegt, dass er fürs Publikum völlig ungefährlich ist. Ach, da kann gar nichts passieren. Nein, absolut nicht. Schaut mal. Innen gibt es grüne, rote und blaue Laser. Die werden gemischt und so entstehen unterschiedliche Farben. Klappt als Strahl
und sogar mit Schrift. Und merkt ihr, wie der Strahl zittert? Er wird immer wieder kurz unterbrochen. So trifft er nie ununterbrochen aufs Auge, was gefährlich wäre. Das ist jetzt euer stärkster Laser. Wie weit strahlt denn der? Du, wenn wir einen stehenden Strahl machen, wie so einen Zeigestock, dann würden wir da 20 Kilometer mit weit kommen. 20 Kilometer, das ist ja so weit wie 200 Fußballfelder. Ja, genau. Krass. Können wir den Laser mal anmachen? Nein, Julian, das ist viel zu hell. Guck mal nach oben, ist noch blauer Himmel, die Sonne scheint noch. Wir müssen warten, bis es dunkel ist und Lasershow geht nur im Dunkeln. Also jetzt könnte man es nicht sehen, weil das andere Licht das Licht sozusagen überdecken würde. Richtig, weil der Laser natürlich nicht so hell wie unsere Sonne ist. Ne? Endlich wird es dunkel und so langsam auch richtig voll. Hey Uwe! Hi Julian! Jetzt ist ja dunkel genug, jetzt geht gleich die Show los. Ich wollte mal fragen, ob ich diesen Laserstrahl noch sehen darf. Ja klar, das können wir mal eben machen. Warte mal. Joel, machst du mal den Beam an, bitte? Das ist ja cool. Und der geht jetzt 20 Kilometer geradeaus. Ja, ganz genau. Das ist ja irre. Leute, jetzt geht's endlich los. Und ich darf die Show starten. Okay Leute, fahrt die Show ab. Jetzt geht's los. Wow, guckt euch das an. Und seht ihr die Nebelschwaden? Die reflektieren die Laserstrahlen und machen sie so für alle besser sichtbar. Wie vorhin bei Marius im Labor. Die Laserstrahlenshow ist aber nur der erste Teil. Gleich passiert noch etwas Unfassbares mit der Statue. Uwe wird sie bewegen und das nur mit der Hilfe von Laserlicht. Showlaser sind Laserstrahler für große Lichtshows. Sie haben eine Unterbrechung eingebaut, damit die Augen nicht geschädigt werden. Gecheckt. Das funktioniert! Oh Mann! Na dann ohne Laserschwert. Für euch gibt es jetzt noch die Antwort auf die Mitmachfrage. Aber wäre schon cool gewesen. Ich wollte von euch wissen, was scannt der Laser an der Supermarktkasse? A. Einen Wellencode? B. Einen Strichcode? Oder C. Einen Punktcode? Na, habt ihr die Antwort in der Sendung entdeckt? Schaut mal! Aber solche Laserscanner können solche Strichcodes lesen. Also, richtig ist Antwort B. Er scannt den Strichcode. Jetzt beginnt der zweite Teil der Show. Mit Laserbeamern. Die werfen mit Laserlicht Bilder auf die Statue und das sieht richtig echt aus. 3D-Projektion heißt das. Ein bisschen so, als würde man einen Film auf die Statue projizieren. Und jetzt passt auf, was gleich mit Hermann passiert. Unglaublich! Hermann ist von seinem Sockel gestiegen. Ist natürlich nur ein Lichttrick, aber ganz schön cool, oder? Ich schaue mir jetzt noch ein bisschen die Show an und ihr macht's mal gut. Bis zum nächsten Mal. Checker Julian, Checker Julian.